Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber. Zurück mit Österreich in Victoria 3. Yay. Die letzten paar Male haben wir unsere diplomatische Macht weiter ausgebaut, indem wir Protektorate gebaut haben. Und wir wollen das weiter aufbauen. Zum Beispiel wollen wir die Toskana zum Protektorat machen und. Bayern wollen wir wieder freundlich stimmen. Ich weiß nicht genau, warum Bayern unfreundlich gegenüber. Die waren großteils freundlich uns gegenüber. Beziehungsweise auch Sardinien. Sardinien wollen wir auch zum Protektorat machen. Wie ihr seht, geben wir den Leuten einen Haufen Kohle. Armerkohle, Badenkohle, Sardinien und der Toskana. Und zwar in der Hoffnung, dass wir eine Obligation von ihnen bekommen. Mit der Obligation könnten wir sie zum Protektorat machen. Ah, Parma hat schon eine Obligation. Sehr gut. Schauen wir mal, ob wir Parma zum Protektorat machen können. Nein! Warum nicht? Minus 1. Jetzt. Wie das? Minus 25. They have powerful protectors. Wir sind ihre Protektoraten. Wer könnte noch powerful genug sein, um ein Minus 25 bei denen zu erzeugen? Ja, verdammt. Okay. Auf jeden Fall können wir aufhören, ein paar Mal Geld zu schicken, weil das sind wir nämlich am absoluten Maximum. Stop Bank Moving. Ich frage mich gerade, wie wir dann noch ein Plus kriegen, aber das werden wir vielleicht noch herausfinden. So, was haben wir dann noch? Baden. Schauen wir mal, ob wir für Baden ein Dings haben. Nein, Baden haben wir keines. Und das haben wir schon geschaut. Toskana. Ah ja, Toskana war irgendwas, die hatten auch irgendwie ein Problem mit uns. Selbst mit Obligation wollen die nicht, die haben minus 30. Ja, egal, wir trotzdem. Ihr seht, nebenbei machen wir auch noch die Expedition, um den Kongo zu erforschen. Kolonialisieren tun wir nicht, wie ihr wisst. Aber was wir natürlich sehr wohl tun, ist in der Gegend unsere Macht üben ein wenig, indem wir einige Staaten unter unsere Kontrolle haben. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das mit Portugal und mit einigen von diesen Staaten auch machen könnten. Sulu zum Beispiel. Wenn wir Sulu haben, könnten wir Oranje und Transvaal auch erobern. Vielleicht sollten wir Sulu erobern. Brauchen die dort ein Ding? Naja, was könnten die dort anbauen? Naja, die haben nicht. Tee können wir dort anbauen. Echt kein besonders tolles Gebiet. Ah, diese portugiesischen Kolonien sind allerdings cool. Mosambik. Da gibt es Tabak. Und da Kaffee, Tee, Tabak. Und Gummi.
Haben wir auch Gummi. Kaffeefarbstoffe. Tee, Tabak. Also cool, wenn wir opern könnten. Wenn wir Conquest machen, wer wäre da auf unserer Seite? Und wer wäre auf ihrer Seite? Warte mal. Korea wäre auf ihrer Seite? Warum? Frankreich und Großbritannien. Hier auf ihre Seite schlagen. Sehr unangenehm. Alles andere wäre uns eigentlich wurscht. Spanien ist nicht mehr bereit, irgendwas da zu tun. Das finde ich gut. Sollen wir das versuchen? Was haben wir da in der Ball? Und die Kaserne, die neuen. Kasernen kommen erst später, oder? Andererseits, wir brauchen Portugal ist echt so stark. Wir bauen viel Bleiminen. Naval Base ist da, kommen wir erst ganz am Schluss. Und auch die Barracks. Ah, wir brauchen Opium wieder. Mehr Opium, oder? Und jetzt sind wir fünfmal mehr Opium. Und das werden wir als erstes einhauen. Acht Wochen. Wenn wir jetzt in das Diplomatic Play starten, sollten unsere Truppen wieder mit Waffen versorgt sein, wenn wir den Krieg starten. Ja, machen wir. Ah, schau an. Ist ich schon ausgestiegen. Makaran ebenfalls, Burungan auch. Finde ich gut. Kutai, finde ich gut. Und Korea hat wahrscheinlich nicht einmal einen. Eine Flop. Was heißt die?
Portugal hat gar keine Truppen. Die haben ganze 10 Truppen. Wird wahrscheinlich eher ein kurzer, schmerzloser Krieg werden. So wie das. So, euch mobilisieren wir auf jeden Fall mal. Natürlich euch, so wie immer. Und euch. Und euch. Und euch. Du gehst gleich mal da runter. Und diese Front. Anderen Ständen bei, weil wir werden wahrscheinlich eine Anlandung in Portugal machen. Noch eine zweite. Nämlich hier. So, das wär's. Und die anderen werden dann in Portugal anlanden. Schauen wir mal. Neutral. Keiner von denen würde mich unterstützen. Ich hoffe auch, keiner von denen würde Portugal unterstützen. Werden wir gleich sehen. Okay. Ah, wir sind gleich wieder im Minus bei der Influence, weil durch diese Aktion haben wir Infamy bekommen. Naja, stimmt. Natürlich der Nachteil. Aber andererseits. Für unsere Leute zu Hause. Luxus. Ich hasse Frankreich. Muss das sein? Echt jetzt? Frankreich, das hätte nicht sein müssen. Okay, hier in Europa können sie nicht wirklich was machen. Afrika natürlich, na gut, das heißt, wir müssen mehr Leute mobilisieren. Gehst bitte hierher. Und du. Und gehst bitte. Hierher. Schauen wir mal. Vielleicht können wir französische Gebiete ja auch erobern, wenn wir schon dabei sind. Was mit dieser Provinz? Haben Rubber Plantations. Oder diese Provinz. Die haben auch Rubber Plantations. Enya. Schauen wir mal. Was? Großbritannien, echt jetzt? Nur weil wir einmal einen kleinen Angriffskrieg machen, schon mögt ihr uns nicht mehr. Ich meine, ich mag euch auch nicht, aber. Nein, wir werden nicht von Frankreich verlangen. Egal was ist. Deswegen nicht, weil. Oh, verdammt.
sie haben Frankreich einen Treaty Port versprochen. Das ist nicht gut. Das heißt, wir können doch von Frankreich verlangen. Kämpfen wir bis zum Fallen. Oder? Ja, wer weiß. Oh, wow. Das ist teuer. Bist du irre? Gut, das kann man nicht machen. Wir könnten Korsika befreien. Ha! Oder Occitania. Frankreich. Das wäre cool. Nein. Frankreich ist stärker als wir. Wir können nicht gegen Frankreich führen. Ja. Okay. Ich meine, wir könnten natürlich verlangen, noch einen zweiten Starter zu erobern. Und den schon so nach dem Motto. Wenn schon einen, dann können wir gleich zwei auch nehmen. Ah, das macht natürlich noch viel mehr Infamy. Oh nein, Zambias. Zambias. 5. Jetzt wurscht in Wirklichkeit, oder? Ja. Wir müssen sie sowieso vollkommen besiegen. Mal, wir sollten das erobern können und wie schon gesagt, wir sollten mit unserer Anlandung Portugal eigentlich erobern können und wenn wir seine Hauptstadt erobern, dann sollte der Krieg relativ schnell vorbei sein. Mir so. Air Rivalry finde ich gut. Warte mal, was war das jetzt? Das letzte habe ich nicht mitgekriegt. Oh, Großbritannien ist auch noch dabei. Ja, jetzt wird der Krieg natürlich unangenehm. Wir könnten aber Frankreich auch eine Wahl machen, wenn wir schon dabei sind. Declare Rivalry. Wir können das. Kann es sein, dass wir noch jetzt mal Notorious, deshalb. Vielleicht hätten wir das doch nicht machen sollen. Deswegen sind auch die Briten wahrscheinlich Krieg jetzt. Attack on the River. Ah, mein Kongo-Ding. While the expedition is traveling by river, they are attacked by locals. Careful, sir. A sharp sound deafened the noise of the group. An arrow was now trembling, stuck in the wood wall just next to my head. Bound everybody down. Line of men stood at the edge of the jungle, like guardian statues. They held spears and bows pointed directly at us. Their careful movements, that slow shuffle there, we had trespassed their limits. Down. I heard the man shout, stand and fight, oder run.
Machen wir ein Stand and Fight. Das ist eine 50% Chance für eine Successful Defense. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das cool ist. Aber auch eine 50% Hail Defense. Das ist sicher schlecht. Oder Run. Ah, machen wir Stand and Fight. Was soll's. Successful Defense. Tradition manages to successfully defend from the attack. The crude weapons were no match for our firepower. Good work. Sehr gut, sehr gut. Wann sind denn die da? Elf Tage? Na ja, okay, passt. Ah, Merina Kingdom ist da. Finde ich nett. Oh, wow, die Franzosen schicken hier 234 Truppen her. Okay, gut. Du wirst hier eher verteidigen dann. Aber hier sind keine Truppen. Ah, oh ja, auch 80 Truppen. Du irre. Na, wobei, weißt du was? Vielleicht sind wir ja dort, bevor sie dort sind und der Krieg startet. Aber was ist das? Das interessiert mich, glaube ich, nicht, oder? Makran. Neutrality. Oh, Großbritannien hat uns auch zum Rivalen gemacht. Vielleicht sollten wir dann auch zum Rivalen machen. Ich kann weder Frankreich noch Großbritannien ausstehen. Das ist so ekelhaft liberal. Warte mal, Frankreich war gar nicht liberal, oder? Nein, die sind auch konservativ. Wire Colonies. Ja, aber die Briten sind liberal. Interessiert mich nicht. Frankreich eher unser Partner. Ich glaube, sie mögen es einfach nicht, dass wir auf kleinere losgehen. Kann ich nicht nachvollziehen, warum. Obwohl ich genau das gleiche mit Preußen jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Ich meine, wir könnten natürlich einen Rückzieher machen. Das wäre nicht so schlimm. Wir würden nur War Reparations zahlen müssen an die Portugiesen. Aber ich habe gute Hoffnung, dass wir Portugal einnehmen können. Haben wir noch einen Mangel an Opium? Was hieß das? Sollten wir vielleicht wirklich schauen jetzt. In Turmoil ein paar. Idle Mobilized Generals haben wir auch noch drei, aber die brauchen wir für Portugal. Trade route importing from the Russian market is unproductive. Ja, ich glaube, wir brauchen all diese Trade routes. Wir haben überhaupt noch eine Trade route mit Großbritannien. Die haben doch gerade in ein diplomatic play mit uns gestartet. So. Gehen wir mal zu dem hier, schauen wir mal. Das schaut noch alles ganz gut aus. Ah, Öl ist natürlich so teuer. Aber wir kriegen bald Oil Rigs dazu. Engines ebenfalls und Kohle hoffentlich auch. Bauen wir noch ein paar aus. Ah, bauen wir hinaus. Opium ist halt das Problem. Machen wir da vielleicht noch mehr Opium.
Okay, vielleicht sollten wir die vorziehen, die zwei. Da haben wir Munitionsfabriken. Ziehen wir die Munitionsfabriken vor. Sollte das auch wieder runtergehen, sollten wir bei den Munition auch weniger Probleme haben. Das ist zwar ein Haufen Geld all in allem, aber wir können tatsächlich da noch die Steuern erhöhen. Das wird dann schon werden. Alles wird gut. Können wir jemanden auf unsere Seite jetzt holen noch? Nein, schon. Keiner von denen ist irgendwie so. Mit Großbritannien haben wir eh keine Grenzen, oder? Ich glaube nicht. Nein. Großbritannien. Wir werden einfach so schnell wie möglich Portugal aus dem Krieg werfen. Schauen wir, dass wir einen weißen Frieden mit Frankreich zustande kriegen. Ah, Großbritannien schickt hier Truppen her, finde ich nicht richtig. Und die haben ihre Truppen hier schon hergeschickt. Mal schauen. Wir könnten natürlich noch immer zurückziehen. Das wird uns viel ersparen. Okay, was haben wir da noch? Was ich vergessen habe letztens. Expensive Government Goods. Ja, was soll ich tun? Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Wir wollen auf keinen Fall zu wenig Steuern einnehmen. Deswegen immer aufrechterhalten von dem hier. So, schauen wir mal. Können wir noch Institutionen verändern jetzt? Nö. Passt. Daran, dass wir keine gescheiten Dings haben, keine gescheiten. Könnten die 15 noch raufsetzen. So, die fängt hierher. Eigentlich relativ schnell gehen. Ja, in 3 Tagen. Warte mal, Crocodiles. Das klingt gut. Das ist mal was, das ist was Entspannendes dazwischen. Die Expedition im Kongo.
while navigating the river, one of our men is irremediably dragged down while checking the conditions of the hull. On silvery sandbanks, hippos and alligators sunned themselves side by side. A scream was heard at dawn, but it came in the shape of an unrestful and noisy dream, remembered with wonder amongst the overwhelming realities of this strange world of plant and water and clamor. After drowsily following the sound, we found that one of our men had been dragged into the depth of the river. A pair of sharp jaws, bright eyes, and emeralds like skin. Fight for your life. Of two options will happen. 50% chance triggers the event, life prevails. A moment of silence. Das war jetzt, glaube ich, die schlechtere Option. After an interminable minute of fighting, nature proves inescapable. He will be remembered. Okay. Auch nicht. Eigentlich schon, aber... Ja, okay, jetzt sind wir noch auf minus... Hey, noch was ist passiert? The sentry in the expedition. The latest report from the expedition is that several of the crew have come down with cases of the sentry. One member has even died. We can barely make any progress with half the expedition in and out of the bushes every other hour. Tell them to push on, oder? Tell them to rest for a while. This will reduce the current peril of the expedition. Ja, okay, machen wir. Noch können wir zurückziehen. Wollen wir das? Glauben wir, dass wir eine Chance haben in diesem Krieg? Ich meine, wir kämpfen gegen Frankreich und Großbritannien. Es kann sein, dass die Schiffe von Großbritannien verhindern, dass wir in Portugal anlanden. Wenn das passiert, dann ist es echt mies. Wir müssen in Portugal anlanden können. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir keine Chance, den Krieg zu gewinnen. Ach, was soll ich? Wir machen das doch gerade. Pfeif drauf. Im besten Fall verlieren wir den Krieg. Ich schon immer mal ausprobieren. Ob wir stark genug sind, gegen Frankreich zu bestehen und gegen Großbritannien. Werden wir es gleich herausfinden. Unsere Truppen sind jetzt stärker auf jeden Fall. Ah, wieso sind die jetzt auf 48 rauf? Ah, weil die Briten auch noch ihre Truppen hergeschickt haben. So, wir haben insgesamt 3 Fronten derzeit. Vielleicht sollten wir alles mobilisieren, was wir haben. Ja. So, diese Flotte hier kann nichts machen, weil der Typ gerade im Kongo ist. Passt. Also eigentlich passt es nicht, aber ist ja gut. So, schauen wir mal. Militär, was sagst du? Wie lange brauchst du noch? 38 Tage. Mal sehen, was passiert in 38 Tagen. Uff. Wie kommt es, dass da 24 Briten verteidigen? Okay, wir sind in der Defense stärker als die Franzosen im Angriff.
Wir sind hier ein bisschen stärker als die Briten. Und hier sind wir um einiges stärker, vor allem in der Defense-Part. Das heißt, an den drei Fronten schaut es nicht so schlecht aus. Haben circa die gleiche Technologie wie wir. Aber wenn natürlich 24.000 gegen unsere 10.000 kämpfen, haben wir keine Chance. Aber da ist es ähnlich, nur andersrum. Da verlieren wir halt mehr. Und hier ebenfalls. Oh, das sind auch Briten, die da angreifen. Interessant. Das heißt, das, was zählt, ist, schaffen wir es, Portugal zu erobern, bevor die anderen dort sind, um sie zu retten. 25 Tage. Im schlimmsten Fall können wir den Rest unserer Truppen auch noch. Echt jetzt? Radikale Montenegriner. Desperate Measures. Wo lebt Ferdinand eigentlich noch immer? Wie alt ist der Mann mittlerweile? 97? Stirbt er denn nie? Ich meine, nichts gegen dich, Herr Kaiser, aber Concerns about the well-being of Kaiser. So, ha. Er ist hier schon tot. Auf Kaiser Ferdinand von Habsburg. Have been increasing throughout the country after his lack of public appearances. His spouse has tearfully confessed that no doctor seems to be able to cure him. Nonsense, a real doctor should treat him with proper hypnosis. Echt jetzt? It's worth a try. An experimental treatment has been offered by the philosophy department.